Der Fall Madeleine McCann ist vielleicht einer der bekanntesten Kriminalfälle der Welt. Bis heute sind die Hintergründe zum Verschwinden des kleinen Mädchens unklar. Wenn ihr euch noch einmal mit dem Fall vertraut machen möchtet, verlinke ich euch mein Video dazu oben im Pop-up. In den letzten Tagen ist der Fall wieder verstärkt in den Medien aufgetaucht. Hintergrund ist ein Interview, das ein Zeuge der Bild-Zeitung gegeben hat. In dem Gespräch erhebt er auch Vorwürfe gegen die ermittelnden Behörden. Diese seien einem Hinweis von ihm im Jahr 2008 nicht nachgegangen. Denn der deutsche Helge B. gibt an, er habe der Polizei schon damals einen konkreten Tipp gegeben. Sein Bekannter Christian B. hätte ihm gegenüber versehentlich gestanden, Maddie McCann etwas angetan zu haben. Wie ihr sicherlich wisst, wird der deutsche Christian B. seit einigen Jahren mit dem Verschwinden von Maddie McCann in Verbindung gebracht. Er wurde bislang nicht offiziell angeklagt, gilt derzeit aber als Hauptverdächtiger. Der Zeuge Helge B. ist heute 52 Jahre alt und hat Christian B. über gemeinsame Freunde kennengelernt. Helge war damals selbst noch im kriminellen Milieu unterwegs. Christian B. war sein ganzes Leben lang immer wieder im Gefängnis. Einmal sollen Helge und ein Komplize diese Gelegenheit ausgenutzt haben und in die Wohnung von Christian eingestiegen sein. Dort hätten sie unter anderem eine Pistole, eine Videokamera und Videoaufnahmen gefunden. Helge sagt, er habe sich die Aufnahmen daraufhin angesehen. Es habe sich um verstörende Filme gehandelt, die Christian B. selbst aufgenommen habe. Auf ihn seien gefesselte, wehrlose Frauen zu sehen gewesen. Es hätte Aufnahmen einer älteren, etwa 70- bis 80-jährigen Frau und Aufnahmen einer mutmaßlich Minderjährigen gegeben. In beiden Filmen sei Christian B. dabei zu sehen gewesen, wie er die Frauen vergewaltigte. Helge B. gibt an, er habe die Pistole und die Videokamera daraufhin verkauft. Er habe Angst bekommen, sich selbst in die Sache mit hineinzuziehen und sich mit dem Besitz der Waffe und der Aufnahmen strafbar zu machen. 2008 habe er Christian B. dann auf einem Festival wieder getroffen. Trotz seiner Vorbehalte gegen ihn habe Helge ein lockeres Gespräch mit ihm begonnen. Wie auch Christian B. habe er seine Geschäfte oft in Portugal abgewickelt. Christian fragt ihn daraufhin, ob er nicht mehr dorthin fahren würde. Das habe Helge verneint, mit der Begründung, dass es dort viele Polizeikontrollen gebe, seitdem das Mädchen, also Madeleine McCann, verschwunden sei. Da Helge damals selbst noch Krimineller war, waren diese Kontrollen für ihn natürlich ein Hindernis. Christian B. sei zu diesem Zeitpunkt leicht betrunken gewesen. Helge habe noch gesagt, er verstehe nicht, wie das kleine Mädchen einfach so hätte verschwinden können. Daraufhin soll Christian B. erwidert haben: Sie hat ja nicht geschrien. Sollte das stimmen, hätte Christian B. sich gegenüber Helge B. nicht nur verdächtig gemacht, sondern auch Täterwissen preisgegeben. Helge gibt an, Christian sei noch in derselben Nacht überstürzt vom Festival abgereist. Helge sei wegen der Videoaufnahmen, die er bei Christian gefunden haben will, ohnehin schon verstört gewesen. Nach der Äußerung bezüglich der vermissten Madeleine McCann habe er sich dann dazu entschieden, Scotland Yard zu kontaktieren. Er habe Christians Namen genannt und gesagt, er habe etwas mit dem Verschwinden des Kleinkindes zu tun. Scotland Yard habe seine Personalien aufgenommen, sich aber nie wieder bei ihm gemeldet. Weitere Schritte seien ausgeblieben. 2017 sei ihm all das anlässlich des 10. Jahrestages von Maddies Verschwinden dann wieder eingefallen. Also habe er sich noch einmal bei Scotland Yard gemeldet. Im Zuge dieses erneuten Anrufs hat er dann auch erstmals ausgesagt. Seine Aussagen sollen dann einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass die Ermittler auf Christian B. als Verdächtigen kam und er zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, die er heute noch absitzt. Dazu sagt der Zeuge: Ich habe nicht damit gerechnet, welche Dimension das überhaupt annimmt. Das war mir eigentlich nicht so klar. Und ich glaube, ich würde es heute nicht noch einmal machen. Ich würde es heute, wenn ich sowas glaube, ich wüsste, ich würde es nicht noch einmal machen. Weil es hat ja mein Leben auch ruiniert. Helge B. sagt, er habe sich bewusst dazu entschieden, jetzt ein Interview zu geben. Journalisten seien ihm in den letzten Jahren immer wieder nahegekommen und hätten Statements von ihm eingefordert. Sie hätten ihn bis auf seine Arbeitsstelle und vor die Haustür verfolgt. Gleichzeitig hätte das BKA ihn darum gebeten, sich bedeckt zu halten. Seine eigene Theorie sei, dass Christian in jener Nacht 2007 einen einfachen Einbruch begehen wollte. Die Entführung von Maddie sei spontan gewesen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Möglicherweise werden wir es irgendwann herausfinden, sollte es zu einer Anklage gegen Christian B. kommen.
Am Ende des Interviews wendet Helge B. sich direkt an den Verdächtigen. Christian, ich hoffe, dass du nicht mit dieser ganzen Geschichte einfach so davonkommst. Wenn doch, dann wäre es halt sehr traurig. Und glaub nicht, dass du denkst, dass ich die Videos nicht gesehen habe. Du leugnest, dass es diese Videos gibt, aber diese Videos hat es gegeben. Und ich habe sie gesehen. Und das kannst du mir glauben. Sollten Helge B.'s Angaben stimmen, ist es natürlich rückblickend fragwürdig, warum Scotland Yard Christian B. nicht schon früher auf dem Radar hatte. Von behördlicher Seite gibt es zu dem Thema kaum Angaben, vermutlich aus ermittlungstaktischen Gründen. Sollten sich Neuigkeiten ergeben, erfahrt ihr natürlich hierbei in Zolito Crime News davon. Abonniert gerne den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito Crime News noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.